Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Texit. In der letzten Folge habe ich euch erklärt, dass mir 4 Folgen flöten gegangen sind und wir haben das Dach ein bisschen repariert, sodass wir langsam auch Dach nach oben können. Wir könnten eigentlich schon mal die Leiter nach oben setzen. Und ich denke, dass wir heute Nacht das Dach auf jeden Fall fertig kriegen. Kann ich überhaupt nach oben, ohne dass ich aus dem Dach rausfliege? Ja. Wir sollten uns heute vielleicht noch mal ein bisschen drum kümmern, dass wir... Mal, das tun wir jetzt hier innen. Innen ist ja wurscht, da muss ganz kantig ausschauen. Upsala. Aber ich brauche den Platz einfach innen. Je mehr Platz ich innen habe, desto besser ist es eigentlich. Wir schauen einfach, dass wir in dieser Folge das Dach so gut wie möglich fertig kriegen. Sind eh schon richtig weit eigentlich. Also die Längsseite ist ja schon durch. Warte mal, ich muss noch gedrückt. Oh. Das war jetzt nicht unbedingt hängend, der Plan. So. Aber wir können ja jetzt hier schon... Nein, oh Gott. Ich hätte jetzt schon beinahe wieder gemacht. Ne? So, einmal hier, einmal dort, einmal so. Rein theoretisch müsste ich jetzt halt noch die Längsseite machen. Also hier. Nein. Ich hole dich gleich wieder. Hier so. Da oben kommt dann der Stamm noch hin. Da so. Also und nicht so, Mann. Okay, wir müssen erstmal, wo war unser Loch? Scheiße. Hier, oder? Hier. Mal, da müssen wir einfach. Nein. Oh. Ich mach's immer wieder, ne? So. Hier müssen wir dann drauf noch aufs Dach, weil wir brauchen hier noch, wo habe ich? Hatte ich hier nicht eine Werkbank hingestellt? Ne, ich habe eine gebaut, aber noch nicht hingestellt. Ja, auch nicht schlecht. Wir brauchen ja noch die Dachschindeln. So schaut's aus. So, 12 davon noch. Dann schaut das Dach nicht auch schon mal wieder einigermaßen aus. So. Zack, 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 zack. Das war nicht so gut. Aua. Jetzt mit der Fischstoff habe ich auch noch nicht kapiert. Ich brauche Essen. Ganz, ganz dringend Essen. Und ich will meine Backpommes noch nicht verwenden. Meine Fish and Chips Dingszeug. Eine Forderung, das war jetzt nicht gerade so geplant. Mach den Diamant mit, wir könnten das Dia-Schwert mal machen. Ist ja auch gerade unbedingt das Wichtige. Oh. Ich denke schon wieder in Prioritäten hier, ne? So. Essen hat jetzt Prio 1. Und da haben wir hier Fischstäbchen. Fischstäbchen hätte ich aber gerne mit Pommes. Dann schauen wir mal in Pams Harvestcraft rein. Pams Harvestcraft. So. Da gibt es doch eh die Burger. Hier ein Hamburger. Rohes Fleisch und Toastbrot. Toastbrot brauche ich Brot und Butter. Und Butter kriege ich, glaube ich, nicht aus Hühnchen. Ja, das ist jetzt gerade nicht so ideal gelaufen, ne? Ich hätte nicht gerne Fischmalt. Ne, nicht keine Fischmalt. Fisch und Chips hätte ich gerne. Oh Gott, das ist jetzt hier wieder... Herr Benedikt, ich brauche irgendwas Simples zum Kochen. Gebratene Tofu-Ente. Wildhack. Ein Pulver, ja, läuft. Pork Patty, nee, nee, nee. Ich brauche irgendwas zum Essen. Einfach ein Käse-Schinken-Sandwich wäre doch schön.
was? Warte mal. Was zur Hölle gibt es hier alles? Brombeerenmarmelade. Alter. Wir brauchen dringend Honig, habe ich das Gefühl irgendwie. Honigglasierte Karotten. Was, wenn wir uns einfach ganz viele Fische und Chips machen? Fische machen. Fischstäbchen. Der blöde Angler bringt sich ja irgendwie nichts. Schauen wir, was wir jetzt noch schnell angeln auf die Schnelle. Weil Sushi können wir rein theoretisch auch machen. Das bringt sich auch wieder so wenig. Als Fisch. Komm, noch ein Fisch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Noch ein Fisch. Komm schon. Fischi, Fischi. Fischi, 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 Fischi. Fischi. Komm schon, wo bist du? Da bist du. Was ist denn das? Verzaubertes Buch. Effizienz? Was? Ja. Das würde ich auf keine Ahnung was tun. Es ist geil verzaubert, aber halt so, dass das Einzige, was es doppelt bringt, wäre vielleicht eine Axt. Oh, noch ein Fisch. Ich habe Hunger. Komm schon. Zwei Fische, okay. Dann können wir nicht drei Fischstäbchen machen. Das sollte uns ein bisschen helfen. Ein Fischstäbchen, jetzt muss ich die nur wieder finden. Wo? Das ist eine ewig lange Liste. Wer macht sowas? Also ich finde es ja geil, dass es so einen Mod gibt, aber wer hat diese Zeit, sich sowas auszudenken? Fischstäbchen. Dafür brauche ich Backteig. Und Backteig ging aus Ei und Mehl. Warte mal, Eier haben wir hier vorne noch, glaube ich, ein paar. Sogar einige. Ich muss da reinkommen. Ich muss jetzt schon den Eingang da rein noch machen. Warte mal, das geht ja noch mit so einem bisschen Herzen. Wir dürfen halt nicht gehittet werden. Das wäre jetzt problematisch. Und ja, ich mach's wieder mit anderen Stöcken, aber ist ja wurscht. Das patchen wir irgendwann schon wieder so richtig zusammen, dass das gut ausschaut. Das machen wir irgendwann so, dass wir, dass jede Farbe ein Ziel hat. Also, habe ich Holz können oder nee, nicht? Aber ihr habt Eier für mich. Das finde ich super. Oh, ich hänge. Können wir eigentlich gleich mal vermehren, denn das wäre, glaube ich, gar nicht mal die Idee, ne? Ja, ich kümmere mich schon wieder um unwichtige Sachen. Habe ich nicht mehr? Hier. Ich wollte schon sagen, so wenig Weizenkörner hatte ich jetzt auch noch nicht. Oh, meine Freunde. Nein, 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 nein. Kommt her, es gibt Frühstück. So, das sind jetzt 6 Hühnchen. Die bringen uns auf jeden Fall für den Anfang schon mal ein paar Eierchen. Das machen wir schnell mit. Ich hätte eh noch ein paar auf Lager gehabt. So. Und dem hier. Und ich glaube, das war dann so, dass wir die Rührschlüssel nehmen. Die Eier. Aber der Backteig. Dann tauschen wir das aus mit der Backform. Und geben den Fisch dazu. Genau, jetzt haben wir hier Fischstäbchen. Yes. Mit dem Fischstäbchen! In Massen! So. Backteig legen wir auch zurück. Schauen wir mal, wie viel die drin sind. Ja. Satt sind wir mal fürs Erste. So. Und Vollgehalt sind wir auch. Geil. Dachstuhl. Wir brauchen Glas. Bedeutet, wir brauchen schon wieder Eier. Haben wir hier noch ein bisschen Sand? Wir brauchen 6 Sand, glaube ich. Haben wir nicht tonnenweise Sand eigentlich im Lager? So ganz blöde Frage. Eigentlich sollten wir das Zeug in Massen haben, weil wir in der Sandumgebung angefangen haben zu bohren.
Ich würde schon wieder nach dem. Wie viel Ton habe ich denn bitte schön? Wahrscheinlich. Ach, komm schon, so schlimm kann das doch gar nicht sein. Basalt, Rubber. Verbrennen wir mal die Fire Samplings. Der Furnace Generator kann es ja filtern, was? Uncool. Okay, nächste Mission. Ich brauche Brennstoff. Viel Brennstoff. Nein, mein Handy auch schon wieder so. Oh, ich muss dem zuhören. Was er sagt. Huch. Da ist leider noch ein Ei geploppt jetzt. So. Wir fällen noch mal ein paar Bäumchen. Da sind die dünnen, die nehmen wir uns jetzt. Hallo. Wollen denn Leute Kaffee? Wir fällen jetzt einfach mal die dünnen Bäume, weil die gehen 100% auf einen Schlag. So, komm, fall! Das ist der billigste Brennstoff, den wir eigentlich kriegen können. Und somit eigentlich auch das Beste. Aktuell so den Brennstoff zu bekommen, easy life. Alter, wie schnell verliert man hier bitte schön Essen? Das ist doch nicht die Möglichkeit. Also hätte ich jetzt vielleicht einen Essensbalken weniger, aber ich habe eiskalt viel weniger. Liegt es daran, dass ich so hohe Bäume fälle? Vielleicht? Ne, da hat jetzt einen Balken weggenommen. Ich check's nicht. Nochmal ein Baum. Einer geht noch. Dann müssen wir eh schon. Wir müssen irgendwie einen Weg finden, jetzt ganz viel, also wirklich richtig viel Essen zu produzieren. Aber das Problem ist, viel damit geht mit Honig. Und wir haben noch keine Honigteile. Und dafür brauchen wir Leder. Und wir haben kein Leder. So, jetzt haben wir da. Ich schau mal kurz in den Wald rein. Ein Wolf. Jetzt gesammelt. Cherry Bomb. Wir waren noch nie hier in dem Wald drin. Das hält mir gerade auf. Was ist mit dem Wald schon? Auf jeden Fall viel Essen, wie es ausschaut. Schweinchen? Was ist das denn? Silver Bell Leaf. Das ist einfach ein anderes, noch ein anderes Holz. Also der Wald ist sehr eng und verwinkelt. Hier sind noch ein paar Hühnchen. Hier sind aber auch viele schöne Bären. Also bärenmäßig kannst du dich hier aussorgen im Wald. Bin satt, nice. Muss ich nachher nur wieder rausfinden. Eisen. Oh, Eisen. Berg. Huch. Was ist das? Blackberry! Vielleicht sollten wir einen Bärenabteil auch aufmachen. Kann man die Bären pflanzen? Rein theoretisch müsste man das doch können, oder? Also Blackberry wäre schon mal eine ganz interessante Sache mit den anderen Bären zusammen. Sind zwar von Natur, aber die werden ja genauso, gelten ja genauso. Das ist das Tolle. So, jetzt schauen wir mal. Hier irgendwo sind schon wieder. Wow. Wow.
Das wäre mal eine geile Baustelle. Wow. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.